Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Doom and Destiny. Ja, heute auf dem Kanal von der Julia drin. Hier ist der Gecko Climber und wir sind das letzte Mal, ja, haben wir neue Wege gefunden. Wir haben ein Schiff. Oder noch, beziehungsweise wir haben es noch nicht. Noch nicht, aber wir müssen es uns noch kaufen. Das ist aber klein. Ich wollte gerade sagen, es ist knuffig. So. Aber, bye Master. Ich frage mich, warum wir all das Holz brauchen. Das Schiff ist so klein. Sie nehmen sich selbst auf die Schippe, sehr schön. Das mag ich so gerne. Ich hasse es, wenn man Seile nicht vom Boden aufheben kann. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon mal gedacht zu haben. Warum kann ich es nicht mehr? Tja. Ja, okay. Ich weiß nicht. Für mich sieht das Schiff zu klein aus. Okay. So, was bist jetzt du? Lese ich jetzt nochmal mal? Hey, ich kenne euch. Ihr seid die Helden, die Destiny besiegt haben. Jo. Unsere Überlegenheit eilt uns voraus. Wärt ihr vielleicht an einem Schiff interessiert? Es hat ziemlich, wirklich lange gedauert, aber es ist endlich fertig. Wenn ihr es haben wollt, gehört es euch für nur 9.999,99 Golds. Ja. Ja, Hammer war, glaube ich. Ja. Ha. Okay. Großartig, das Boot gehört euch. Frohes Segeln. Ja, damit würde ich sagen, haben wir ein Boot. Das ist ja herrlich. Gut, ich würde aber gerne die anderen Jungs hier noch lesen. So. Ja. Die noch. So. Genau. Das Schiff ist ein handelsübliches Mittelklasse-Schiff. Es kann in tiefem Wasser segeln, aber nicht so nützlich wie das fliegende Schiff. Ein Muss für jeden Helden. Das könnte auch auf dem Werbeposter stehen. Ja. Seht ihr nicht, dass ich arbeite? Wenn ich vor einem Tisch herumlaufe, bedeutet das, dass ich zu tun habe. Meine Güte. Okidoki. So. Ja. Gut. Oh, okay. Jetzt können wir ins tiefe Wasser. Boah, Junge. Was hier los? Ja, okay, hier ist ein Turm. Was, der Turm da, genau, den hatten wir vorhin schon mal gesehen. Warum glitzert das hier? Keine Ahnung. Okay. Der glitzert hinten auch nochmal. Was ist passiert? Wo bin ich? Wo ist mein Pub? Ja. Gute Frage, war das mal ein Pub? Nun, wir haben es zwar nicht absichtlich getan, aber wir hätten vorsichtiger sein können. Der ist gut. Der ist gut. Okay, mal schauen. Oh, da ist der Pub und da ist jemand, der uns Fähigkeiten verkauft. Ich war's nicht. Das könnte von mir kommen. Was für ein Schlamassel, aber wenn wir hart genug beten, wird das Spaghetti-Monster wahrscheinlich alles wieder richten. Gut. Mega massives Wunden heilen. Wow. Wir haben ein Problem. Moment. Jetzt müssen wir erstmal mit dir hier reden. Kohle. Ja, verkaufen. So. Was haben wir denn? Ja, nix haben wir. Doch. Das können wir verkaufen. Das hat es jetzt voll gebracht. Ja, ich wollte gerade eben sagen, viel haben wir jetzt hier nicht rausgekriegt. Nee. Ja gut, schau mal, was haben wir denn alles? Wir haben das gigamassive Wunden heilen. Ja, was macht der hier? Stärke Segen? Ja. Was macht der denn hier? Stärke hoch und... das ist wahrscheinlich, dass man weniger angegriffen wird. Das könnte sein, die Herzchen. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Geisteskraftsegen. Das wäre für den Nigel interessant. Mhm. Also sprich, auf den Nigel angewendet. Geschwindigkeitssegen. Oh, das ist cool. Benutzbar nur im Kampf auf alle Freunde. Auf alle? Oh, alle ist immer gut. Alle habe ich immer gerne. Ja, genau. Geschwindigkeitssegen. Der macht Geschwindigkeit hoch. Super. Das ist natürlich, das ist so eine Sache, die ich war ja früher auch so einer von der Sorte, die nie die ganzen Statuszauber da benutzt haben. Inzwischen bin ich aber auch da so ein bisschen auf dem Trip drauf, so von wegen, ja, da nochmal diese Schildauren da nochmal drauf und Geschwindigkeitszauber sind immer gut. Aber gigamassives Wundenheilen ist... Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, weil das andere reicht uns. Das entfernt fast alle Statuswerte, alle negativen. Das ist ja toll. Okay, dann brauchen wir es vielleicht doch. Dann sollten wir uns das einfach nur merken, dass wir hier die anderen auch noch kaufen irgendwann. Ja, also dann kaufen wir das, oder? Ja, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Gut. Wir können auch noch mal gucken, ob das... Guck noch mal rein, ob das andere auch die Statuswerte entfernt. Einfach nur mal, um es zu wissen.
Ah ja. Mhm. Aber wir hatten jetzt auch öfter den Fall gehabt, dass du dann da die das supermassive Wundenheilen benutzt hattest. Und ja, das entfernt ein paar weniger Statuseffekte. Okay. Gut. Weil wie viele Mana-Punkte braucht das? 150. Oh. Sollen wir das normale noch mitnehmen? Mit zusätzlich mitnehmen? Wir haben genug Talentpunkte da frei. Können wir ruhig machen. Genau. Wir könnten den Rest eigentlich auch noch mitnehmen, wenn wir unbedingt wollten. Ja, die Sache ist, dann ist es wieder total vollgemüllt. Dann ist es wieder ziemlich unübersichtlich. Ich würde aber auf alle Fälle auch sagen, dass ich jetzt, wo ich so viele Talentpunkte habe, auch hergehe und in den Städten, wo wir schon waren, diese ganzen passiven Fähigkeiten noch mitnehme. Passt, würde ich bei dem auf jeden Fall noch ausrüsten. Ja, weil er dann mehr ausweicht, ne? Dann ist er schneller wieder dran. Ach, stimmt. Das sind ja auch dann wieder die Sachen. So, was willst jetzt du hier oben? Mist, ich habe mein Getränk fallen lassen. Naja, kann ich dir nicht verübeln. So wie hier, hier muss ganz schön was eingeschlagen haben. Ja. Moment, kann man da hinten in den Krater da rein? Nee, das sah nicht so aus. Ich glaube nicht. Nee. Und drin war auch noch einer von der Sorte. Na egal. Ich glaube, da kommt man auch nicht rein. Das war alles nur Deko. Hä? Geht mal auf der einen Seite raus und auf der anderen Seite rein. Ach so, das da hier hinten drinne, das war auch, das sah so aus, als ob das irgendwie nach unten gehen würde. Nee. Nö, ist alles nur Deko. Okay, aber den Turm hier muss ich mir merken. Also die Fähigkeiten da sind echt gut. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir jetzt hier irgendwie rauskommen. Oder nee, unten waren noch ein paar Häuser, wo wir noch hinkonnten. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht, dass wir uns die Städte hier unten nochmal anschauen, die wir hier haben. Die kleinen Dörferlein. Ach, ey. Vielleicht ist auch das gemeint mit Zwerge. Vielleicht finden wir die hier sogar. Okay. Okay. Als erstes mal die Madame. Oh, es wird Äonen dauern, das hier alles wieder aufzuräumen. Ja, was da wohl passiert ist. Wartet's ab, bis ihr seht, was Magie drinnen angerichtet hat. Ehe, es war keine Absicht, aber es ist sau witzig. Okay. Ui, das bin ich mal gespannt. Was ist das für ein Scheiß? Okay. Upsi. Das ist der umgekehrte Harry Potter-Effekt, glaube ich. Mein Zelt sieht von außen richtig schick aus. Schleichendster Angriff. What the fuck? 149 bis 44 Lebenspunkte wow. Schaden. Da haben wir hier noch den Zwinkerschlag. Mhm. Effekt No Hate. Das ist gut, ja. Vor allem Francis. Blutiger Angriff, das ist auch nicht verkehrt. Guck mal, Stärke runter, Geschwindigkeit runter, er blutet, ist vergiftet und stumm. Das ist natürlich nicht schlecht, super. Nicht schlecht. Zumal vor allem No Hate genial ist, weil die mir zurzeit viel zu oft auf Francis abgehen. Mhm. Ja, okay. Ich glaube, den Bereich hier müssen wir uns merken. Ja, definitiv. So, hier ist das Pub. Okay. So. Oh, was für ein Glück. Ich habe gerade angefangen, mich an diese Gegend zu gewöhnen und unser dummes Magie-Experiment hat alles versaut. Spitze. Oh, scheiße. Okay, wo kann ihr hier einen saufen? Ja, wo kann ihr hier einen saufen? Das ist gutes Deutsch, ja. Hä? Alles klar. Ja, Moment, da war auch noch mal einer, bei dem man was kaufen konnte. Na, ich dachte mir ja gerade so, hier ist alles auf einmal voll groß. Ja. Das war nicht meine Schuld und ich werde es nicht sauber machen. Okay. Ja. So. Den suchen wir uns. Oh, gut. Ich schwöre auf mein Schwert und mein Schild, mein Haus zu rächen und denjenigen, der diese Unordnung angestellt hat, zu strafen. Ach, okay, das ist das andere. Sie sind getauscht worden wahrscheinlich. Mhm. Mächtiges Spalten. Das ist was für dich. Wow. Königsherausforderung. Aber das hat Hate dann wiederum. Ja, aber das war ja dann auch die Geschichte von wegen, dass man überlegt, ob man die Leute dann eventuell auf den einen gehen lässt und den dann entsprechend ausstattet. Ja, so, stimmt. Was sagt denn der Letzte hier? Mein Wein. Oder mein Wein. Das ist der Butler. Ach so. Ah, okay. Na gut. Also wir müssen hier definitiv irgendwann wieder her. Gott, wo soll ich das ganze Geld herbekommen? Oh, ich denke, das wird sich hier früher oder später... Oh, da ist noch ein Zelt. Ach, okay, das ist das andere. Ich verstehe. Das Zelt ist in das große Haus gelangt. Ja, genau. Magie. Sie kann fast alles vermiesen. Ja, wohl wahr. Ja. Wobei, der mit dem Zelt freut sich bestimmt. Stimmt. Ah, das ist gut. Wir haben ein Experiment durchgeführt und kravum, alles war verzerrt. Sehr schön. Okay.
So, und wo ist hier? Okay. Wo sind wir hier jetzt? Ach, ich habe keine Ahnung. Ach, das ist der Turm. Ach, ja, stimmt, das könnte es sein. Zu schade, dass es keinen Zauber gibt, der das hier wieder aufräumt. Nur Zerstörungszauber. Einwandfrei. Ja. Schauen wir gleich mal. So, was sagt der denn hier jetzt? Wir haben diese ganze Unordnung mit Magie angestellt. Willst du was davon abhaben? Sengen der Knall. Boah, müssen wir halt irgendwann mal gucken, wo man herkriegt. Weil ich halt sehr genieße, dass Nigel diese Massenzauber hat. Aber die hier waren halt jetzt nur auf eine Person. Feuerbarriere. Ja, Barrieren sind auch immer gut. Gerade wenn du weißt, was der Gegner für Attacken macht, wenn du in einem bestimmten Gebiet bist, sind die unheimlich gut. Wir haben halt nur Feuer, Eis und Blitz und die Magierturm hatten halt mit Erdangriffen gearbeitet. Mal schauen, was wir noch so finden. Das passiert, wenn man ein Teleportationsgerät mit Magie und Panzerband bauen will. Okay, also mit Magie und doppelseitigem Klebeband. Oder eher Panzertape. Ja, Panzertape halt, ja. Oh, Panzertape ist schon was Feines. Ja. Wie war das? Wenn es mit Panzertape nicht hält, dann hat man zu wenig Panzertape benutzt. So, jetzt schauen wir mal. So, da dürfte jetzt nichts mehr sein. Wir haben die vier Orte, wo man unsere vier Charaktere aufrüsten kann. Gut, hier unten. Aber hier bestimmt noch irgendwo was. Ja, weil das sieht so aus, wie wenn man hier nicht hingekommen wäre. Würde mich ganz gewaltig wundern. Sind halt, okay, hier ist was. Okay, hier ist was. Och, Mensch. What? Schwarz. Ich hab nicht gespeichert. Okay. Oh, holla, holla, holla. Lauf so, weg. Nein. Es geht. Lauf weg. Nein. Komm. Das geht schief, glaube ich. Oh, ja, je, nee. Wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Spiel speichern. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass uns das passiert. Nur so zur Info. Ja. Jetzt hoffen wir, dass wir in keinen Kampf mehr reinrennen. Oh, gut. Alles ist gut. So, wo wollten wir jetzt hin? Ich würde behaupten... Wir wollten, glaube ich, irgendwo hin. Das vielleicht mal, wo man wieder, wo man mal pennen kann. Das wäre vielleicht nicht das Verkehrteste. Mhm, stimmt wohl. Junge, Junge, Junge. Ach, Moment. Das Schöne ist ja, in der Theorie, kann ich da jetzt auch hin. Oh, das ist cool. Ja, dafür haben wir ja auch das Schiff gekauft. Ist halt nur doof, dass ich die Karte mal dauerhaft die Taste festhalten muss, damit sie eingeblendet wird. Deswegen bin ich so froh, dass dieses Spiel Controller unterstützt. Du musst ständig die Taste gedrückt halten. Ja, die Schultertaste. Auf dem Handy drückst du nur eine bestimmte Taste oder irgendeinen Knopf und dann wird die dauerhaft eingeschaltet. Bleibst du einfach mit dem Finger auf dem Bildschirm kurz drauf und dann ist die an. Okay. So, da oben waren wir ja überall schon. Stimmt. Aber hier könnten wir auch mal vielleicht noch da bei dem Schatten-Eidos vielleicht noch mal kurz pennen gehen irgendwo. Ich bin jetzt gerade am Spekulieren. Ach, hier oben, glaube ich, ist es besser. Ach nee, da war noch, nicht so stimmt, da war noch diese, da war diese Stadt, wie hieß es, Bad Eisspitz. Irgendwie so, ja. Ich erinnere mich da noch an was. So. Das Schlimme ist, dass man, wenn man das Spiel Let's Played, zumindest geht es mir so, kann ich mir die Namen nicht merken. Wenn ich es aber mir bei jemand anschaue, dann merke ich mir das total gut. Das kommt bei mir immer drauf an. Ich habe manchmal ein ganz miserables Kurzzeitgedächtnis. Was mich halt nur so sehr wundert, ist, ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwas noch nicht gemacht haben. Ja, das Gefühl hatte ich irgendwie auch schon die ganze Zeit, weil da ging es dann immer um diesen Drachen. Mhm. Und ich glaube, es gab hier auch irgendwo eine Bucht. Irgendjemand hat da was gesagt von einer Bucht. Das können wir nachher mal ausprobieren. Mhm. Ob man von hinten an die Stadt ranfahren kann. Nee, kann man nicht. Kann man nicht? Nee. Da, weil ist da, da war Berge. Ja als da war ja, als wir die, als wir den Drachen da umgebracht hatten, da hat er doch dann gesagt, dass da hinten nur eine Bucht ist, wenn ich mich da richtig erinnere. Puh. Ah, aber die haben hier noch nicht mal Schilder, wo das Pub ist. Das ist das Blöde. Kann ich jetzt Haus für Haus durchprobieren? Das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, schlafen bitte. Dann bin ich mal gespannt. Vor allem, ich weiß noch eins, als ich es damals auf dem Handy durchgespielt habe, da weiß ich etwas, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber ich kann es jetzt so schlecht aussprechen, weil sonst weiß man es ja schon, dass es das gibt. Und das wäre ja blöd, wenn ich euch jetzt spoilern würde. Was
Das ist nicht hier drinnen nochmal gewesen. So, nee, da war, glaube ich, unten eingestürzt. Das war dieselbe Kirche wie die am Anfang irgendwo mal nochmal da irgendwo drinnen gewesen. Genau. Ich erinnere mich da ganz, ganz, ganz dunkel noch an was. Ach so, das war Ach, das waren Club? Die. Ja, mit dem tollen Geheimgang da auf der Seite. Mhm. So. Dann sind wir zumindest mal wieder fit. Na, wenigstens etwas. Das Pub war natürlich ganz oben, war ja klar. Ja, so ein Fluchtzauber wieder stellen, weil es mal nicht das Verkehrte ist. Oh, ja. Hier ist es ja noch mal ärgerlich, weil man jetzt noch den ganzen Weg laufen muss, aber gut. Ich muss noch mal die Kommentare durchforsten. Ich hatte irgendeinen Kommentar bekommen, dass jemand gemeint hat, da wäre noch irgendwie ein Geheimgang. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. So denn, dann haus mal weg. Aber das Wundenheilen ist jetzt natürlich schon genial. Das ja, das war jetzt, glaube ich. Aber da werden wir nochmal eine Menge Geld lassen, denke ich. Ja. Das muss man aber auch erstmal zusammenbekommen. Na gut, ich gehe davon aus, es war bisher immer so bei diesen Spielen, dass die Hauptstory, die konntest du relativ gemütlich so an einem Stück durchspielen, ohne dass du irgendwelche großartigen Level-Sessions da einlegen musst. Aber wenn es dann in die Richtung Special-Gegner und so weiter geht, dann bist du da schon ordentlich noch am Leveln gewesen, weil die sind meistens wirklich auch so gestrickt, dass die eine ganze Ecke schwerer sind. Stimmt, da war noch was, aber da können wir nicht rein. Genau, da brauchen wir das Luftschiff. Die Frage ist, wo soll man das Luftschiff bitte herbekommen? Es gab noch diese eine Insel. Ich glaube, fahren wir weiter nach links. Ja, da war eine Insel, die dunkel umrandet war. Genau, die kommt jetzt, die kommt jetzt da oben. Aber da waren wir auch schon drauf. Auf der... Ach, Moment, aber da konntest du durch diesen Gürtel jetzt durch. Fahr mal runter. Aber da waren wir da schon. Ach so, weil wir dann runter jetzt und dann ins hier Grün durch, genau. Und jetzt links. Weil wir jetzt in das Grün hinkommen. Oh ja, stimmt. Da waren wir noch nicht. Da waren ja diese ganzen Häuser, die haben wir immer nur gesehen. alles klar. Was zur Hölle ist das? Hätte ich speichern sollen. Tut mir leid, aber der Zwerg ist in einem anderen Schloss. Okay, super. Wir suchen hier Zwerge. Wir haben gespeichert irgendwo. Nicht gut, gar nicht gut. Wie, ich kann nicht mehr aus dem Menü raus. Heiliger. Okay, ich kann nicht aus dem Menü raus. Okay, versuchen wir es einfach mal. Vielleicht schaffen wir es, wer weiß. Holla. Vielleicht einmal mit diesen positiven Statis. Ja, wir haben ja nichts mit dem positiven Stati, das ist das Problem. Das supermassive Wundenheilen hätten wir doch. Ja, aber das macht nur die negativen weg. Ach so, das macht die nur weg? Ja, also weiß ich, wenn du langsam bist oder sowas, dann macht das diese Statuseffekte wieder weg. Aber wir haben jetzt nichts, was uns positive Statuseffekte bringt. Ah, das ist jetzt ganz schlecht. Naja, wir können sie mal versuchen, gucken. Weglaufen wir mal, kann weit, ich ja kommen. Nicht. Ja, so weit kommen wir hier nicht. Verzaubert ist er ja nicht. Nee, was haben wir da drauf? Na, die Mana-Punkte würde ich dem jetzt erstmal wegnehmen. Oh ja, das bringt schon eine ganze Menge. Weil so viele hat der gar nicht. Nee. Ach, jetzt könnte Der kommt zweimal hintereinander jetzt dran. Das ist übel. Er scheint aber dieselbe Eigenschaft zu haben wie unser Friend Sister, dass er, wenn er angegriffen wird, direkt nochmal darf. Kann das sein? Das ist gut möglich. Das Schlimme, was wir jetzt aber haben, ist, der macht uns down. Der kommt jetzt so oder so nochmal dran. Ja, der macht uns jetzt so und so down. Wenn er jetzt einen Massenangriff startet, sind wir down. Ja, das stimmt. Nee. Nee, nicht mal. Oder nicht. Ach Gott, wie schnell ist denn der? Ich kann jetzt ein extra Leben nehmen, aber es wird mir nicht bringt viel bringen. Das bringt nicht viel. Ja, ich glaube auch nicht. Der geht jetzt auf Mike wahrscheinlich, oder? Nee, er macht einen Massenangriff. Das war's jetzt. Ende im Gelände. Oh, doch noch nicht ganz. Ach, komm. Mal schauen, vielleicht. Komm, ich greife den jetzt. Wir wären sogar noch einmal vorher dran, das war's jetzt aber. Oh Gott. Haben wir das auch hinter uns? Meine Güte. Der ist aber bösartig. Der ist übel. Hier sind wir. Ja, das war da. Aber alles, was wir gemacht haben, war nochmal ins Inn zu gehen. Oh, stimmt. Da müssen wir jetzt erstmal noch hier irgendwie es zurückschaffen. Gut. Ja, gut. Dann gehen wir halt. Ja, das ist jetzt. Das ist jetzt derbisch. Ich habe aber so ziemlich gar keinen Bock auf. Was passiert denn eigentlich, wenn du weiter nach Süden fährst? Nur mal so als. Och, hier hört die Karte auf. Okay. Jo. Hätte ja sein können.
dass man da wieder irgendwo anders rauskommt. Das ist schon krass. Also das ist fast ein bisschen overpowered, finde ich persönlich. Ja gut, aber das ist bei diesen Spielen so. Ich will das aber nicht. Das gehört halt einfach dazu. So, ja, wo sind wir denn jetzt? Was zur Hölle ist das denn? Oh, ich hätte mich vielleicht heilen sollen. Ich glaube. Das war nicht so clever. Junge, da kommen aber auch bösartige Viecher. Was machen wir denn nur? So, rein. Gut. Inventar. So, jetzt erstmal irgendwo hin, wo wir uns heilen gehen können. Können wir die Viecher überhaupt besiegen? Man könnte es mal testen. Die Frage ist gut, aber ich weiß gar nicht, wie viel das sie abgezogen haben. Das Problem ist, nicht so genau drauf geachtet. Ich weiß halt nicht, irgendwie, leveln ist ja schön und gut, aber ich würde schon leveln. Aber das Problem ist, ich denke mir halt so, ich habe keine Lust, hier irgendwie jetzt dann so eine Stunde nur leveln hochzuladen. Das ist das Problem. Ja, da habe ich ja auch schon geschrieben, dass man da eventuell irgendwas in der Richtung machen könnte, aber da müssen wir uns nochmal anderweitig drüber unterhalten. Die spinnen wie man das am cleversten macht. Schau dir das mal an. Das sind doch, die sind doch irre. Meint ja, wenn der... Oh, ey. Es ist ja... Am besten müsste ich ja die mit den Massenangriffen erstmal loswerden. Theoretisch. Aber die werde ich nie und nimmer los. Man könnte man okay, mal ausprobieren. Jetzt, jetzt mal mega massives Wunden heilen. So. Gucken wir mal. Was nehmen wir denn für ein Element? Ich nehme mal die Feuerwand, die ist ganz gut. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, einfach mal so zum Ausprobieren. Na, so toll war die nicht. Haben die irgendwelche Statusveränderungen drauf? Wäre jetzt die nächste Frage. Ja, aber ich die weiß brennen, nicht. brennen. Ach, das ist die brennen nur. Okay. Ich glaube, das ist brennen. Unbesiegbar heilt ihn ein bisschen, aber schauen wir mal. Aber den hätten wir fast down dann. Ja, war nicht kritisch leider, aber mal gucken. Ja. Oh, das habe ich kommen sehen irgendwie. Ach, komm. Greif einmal normal an und lass dich, danke. Ah, das ist doch... Sag mal. Oh je, Mini. Okay, also hier will ich auch nimmer hin. Das ist doch nicht normal. Ach, wir haben hier nochmal gespeichert. Das ist gut. Was ist denn das da oben? Das sieht interessant aus. Ach ja, ich sehe es. Könnte es sein, dass es... Ach so, okay, von dann der Seite. Müssen wir von links rein. So. Könnte es sein, dass wir da wieder einen Ring aufwerten können unter Umständen? Ah, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Fehlen ja noch ein paar. Komme ich da dann hin? Ja, können wir unter der Brücke durchfahren? Nee. Nee, leider nicht. Aber wir können hier, glaube ich, rübergehen. Ach, komm. Nee. Ach. So, und was macht ihr jetzt? Seid ihr stark? Ja, natürlich seid ihr stark. Was erwartest du denn? Wir sind durchs Hauptspiel durch. Ich mag nicht mehr. Wer hat gesagt, ich soll das Let's Play weiterführen? In die Kommentare schreiben. Ich. Ach komm, greif. So, ich starte mal gleich zum wievielten Mal in dieser Folge. Du bringst mir Unglück, weißt du das? Oh mein Gott, ja. Das bist du einmal an der Stelle, wo es schwer wird, und da bin ich dran schuld. Genau. Ach, Jemini. Gottes Willen. Naja, ich würde sagen, das war genug Action für diese Folge. Ich glaube, wir sind genug gestorben. Ja. Erstmal. Und für die nächsten Folgen müssen wir uns mal überlegen, wie das hier weitergehen kann, wo wir noch hingehen könnten. Genau. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.